der Haut. Ein Astronaut und ein Segelblatt. Alles voll und doch du stehst hier drauf. Damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. 10.000 Tattoos, die ich. Herzlich willkommen zu einem hoffentlich wundervollen Interview hier beim Diffus Magazin. Mein Name ist Visavi. Das ist, glaube ich, Interview Nummer 385 mit Sido ungefähr. Aber mein allererstes mit Murat Aslan. Hallo. Hallo. Sein erstes überhaupt. Ja, das habe ich schon gehört. Das macht es ja fast ein bisschen aufregend jetzt. Also auch für mich. Ich weiß nicht, ob es für dich auch ein bisschen aufregend ist. Mit wem, außer mit dir, das Erste? Da fühle ich mich aber geehrt. Musstest du ihn zwingen dazu? Weil ich glaube, dass Murat jetzt nicht der allergrößte Fan von Interviews ist. Sonst hätte er schon einige gegeben in der Vergangenheit. Nö, musste ihn nicht zwingen. Ging so. Es geht ja hier auch um ihn. Das stimmt. Es geht um uns, deswegen macht man es gerne. Vielleicht können wir ja den Anlass unseres Treffens mal zuallererst hier in die Kamera halten. Ich durfte da gerade schon reingucken. Du meintest, du hast noch nicht reingeguckt. Wir durften noch nicht reinschauen. Wir haben es gerade bekommen und haben einmal ganz kurz reingeblättert, dann wurde uns das weggenommen. Direkt wieder weggenommen. Ja, um dieses wunderschöne Buch soll es hier heute gehen, Hinter der Maske. Aber wir wollen das natürlich jetzt nicht komplett zerreden. Aber vielleicht fangen wir einfach mal wirklich ganz, ganz von vorne an bei der romantischen oder hoffentlich romantischen Kennenlerngeschichte von euch beiden. Ich weiß nicht, wann und wo ihr beide euch zum allerersten Mal über den Weg gelaufen seid. Und das ist sehr lange her. Sehr, sehr lange. Mhm. Wie viele Jahre? 2001. 17 Jahre. Krass. Und da waren wir unterwegs als Argo Berlin durch die Lande und hatten einen Tourstopp in Moers. In so einem Jugendzentrum, ganz klein. Also, ja, da waren vielleicht 300 Leute oder so. Aber wir waren schon als Argo Berlin unterwegs. Und da sind wir noch Basketball spielen gegangen, tagsüber, weil es uns langweilig war, auf so einem Schulbasketballplatz. Und da war er. Also vielleicht habe ich ihn vorher schon gesehen, aber da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Da hat er Fotos gemacht. Ganz unbeholfen. Hat man schon gemerkt, dass das alles sehr unbeholfen war. Du hast ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch dort in der Gegend gewohnt, ne? Weil du ja, aus auch Dienstlagen in NRW gewohnt kommst. Und damals sind wir halt für ein Online-Magazin zu Hip-Hop-Jams gefahren und haben Bilder gemacht und unter anderem dann halt auch für Argo Berlin oder von Argo Berlin. Und es war, ja. Also ganz unter uns warst du da auch so ein bisschen fanmäßig, so Argo Berlin? Ja klar, wir waren alle, was heißt alle, es war die Umbruchzeit, wo man sich für irgendwas entscheiden sollte. Ist man jetzt Argo Berlin oder die anderen Camps? Aber man hat schon gemerkt, dass Argo Berlin, die haben schon irgendwie was ausgestrahlt. Und klar, dann hat man sich klar positioniert und hat dann auch redaktionell gesehen mehr Fokus auf die Jungs gesetzt. Jetzt hat Sido gerade gesagt, dass du sehr unbeholfen warst. Nee, natürlich. Wie hast du ihn denn umgekehrt wahrgenommen? War er ein entspannter Typ oder hast du auch vielleicht gedacht so, okay, krass, was geht mit dem ab? So? Ja, klar, man hatte schon ein bisschen Respekt vor den Menschen, weil man sie ja nur durch die Musik kannte. Und die Musik spiegelte ja natürlich ein sehr großes Bild wieder. Und aber rein persönlich, ich habe es auch im Buch, haben wir zwei Seiten darüber. Ich habe ihn anfangs gar nicht so wahrgenommen, weil man hat gemerkt, er hatte keinen Bock auf mich. Er war so wie heute sehr distanziert ein bisschen. Oder ist er dir gegenüber heute immer noch distanziert? Nee, aber man hat damals halt gemerkt, so von wegen, ja, da ist schon wieder einer, der Fotos machen möchte. Was sich zu heute nicht geändert hat, dass er keinen Bock hat, Fotos zu machen. Aber man hat schon gemerkt, er hatte damals halt mit den anderen ein bisschen mehr zu tun. Aber ja, es hat sich dann... Mit Flair hat er mehr zu tun gehabt. Ja. Flair war halt offener, so wie er heute auch noch ist. Wenn Fotos. Ja. Und du hast Fotos schon immer eher, also ist das ist so fertig. Eine... Du hast Fotos schon immer. Da ist der Satz fertig. Das heißt, du kannst dich also wahrscheinlich eventuell auch noch daran erinnern, dass das ja dann von deiner Seite aus eher eine unangenehme Begegnung für dich war, weil jede Begegnung mit einem Menschen mit einer Kamera in der Hand, der dich fotografiert hat, eher unangenehm war. Ja, ja, das hat es noch schlimmer gemacht. Jede Begegnung mit einem Menschen ist für mich schon erstmal. Und war selbst schon damals so, ja? Ich dachte, dass sich das vielleicht im Laufe der Zeit irgendwie potenziert hätte. Nee, das ist jetzt nicht, weil ich berühmt geworden bin und mich jetzt distanzieren möchte von Menschen. Also ich war schon immer so. Das ist einer der Gründe, warum ich die Maske überhaupt hatte. Mhm. Ich glaube, das Positive war einfach, dass er irgendwann gesehen hat, da kommt ja immer der gleiche Typ, der die Bilder machen möchte. Also haben wir ein Störelement, dass ein Fremder kommt, schon mal zur Seite geschafft. Die Fotos, ja, können wir nicht ändern. Und das hat sich dann irgendwie entwickelt. War es dann so, also die Jahre danach? Ja, ja, absolut. Du immer wieder überall irgendwie aufgetaucht und konntest du dich dann auch immer wieder an ihn erinnern? Mhm. Wir können ja über das Hier und Jetzt in eurer Verbindung, sowohl was das Berufliche als auch das Private betrifft, auch noch sprechen. Aber vielleicht gehen wir mal noch mal so ein bisschen chronologisch weiter. Du bist ja dann irgendwann nach Berlin gezogen
Und ich glaube, deine Fotografie wurde ja dann auch schon immer professioneller. Ich habe dich nur irgendwo mal, glaube ich, sagen hören, dass du, also ursprünglich, glaube ich, wolltest du auch gar nicht unbedingt Fotograf werden, sondern es hat sich auch eher alles so ein bisschen so ergeben, ne? Also, dass du irgendwie dich auf Konzerten gelangweilt hast und dachtest, so, lieber mache ich jetzt hier Fotos, als hier irgendwie dumm rumzustehen. Kannst du dich irgendwie an den Punkt erinnern bei dir, an dem es so richtig losging und du gemerkt hast, es ist jetzt vielleicht wirklich meine Profession und ich muss das jetzt vielleicht wirklich für den Rest meines Lebens, so dramatisch es jetzt klingt, weiterführen? Ich glaube, das war der Punkt, als ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Ich bin ja nach Berlin gezogen, habe dann für zwei Untergrundmusiklabels als Grafiker gearbeitet, habe dann parallel dazu relativ viele Fotos auch gemacht. Und an Pornosets, sagen wir so, wie es ist. Und du hast viele Arschlöcher fotografiert in deinem Leben. Also kennst du diese Arschloch-Sticker, die in Berlin hängen? Ja, die Fotos von mir. Ach, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ist nicht mein Arschloch, aber ist mein Foto. Okay, weißt du, was das Krasse ist? Ich habe mal irgendwann eine Homeparty bei mir gegeben vor 10 Jahren. Ja. Und jemand hatte diese Arschloch-Sticker dabei und hat meine ganze Scheißwohnung mit diesen Arschloch-Stickern gepflastert. Ich weiß auch wahrscheinlich, wer das war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin am nächsten Morgen. Wahrscheinlich wird es auch nur die Essenz des ganzen Interviews. Murat hat das Arschloch fotografiert, aber... Und das in meiner Wohnung verteilen lassen, sozusagen. Aber unter anderem auch das, ich habe damals, klar, bei Isle of Money gearbeitet, das erklärt das auch. Also haben wir viele nackte Frauen fotografiert. Isle of Money ist das Label, das King Orgasmus One gehört. Das sollte man vielleicht so nochmal sagen. Für die etwas jüngeren Zuschauer. Auf jeden Fall für ihn viele Bilder gemacht und dann kam halt Arzt, Money Mark, und ich habe halt relativ viel mit Arzt gemacht. Und da Arzt eine gute Release-Frequenz hat, konnte ich auch des Öfteren mich an der Kamera ausprobieren und habe dann irgendwann gemerkt, ja, fotografieren macht Spaß. Und habe dann irgendwann aufgehört, Grafik zu machen, habe aufgehört, bei Orgi zu arbeiten, habe dann irgendwann nur noch Bilder gemacht, habe dann irgendwann viel für die Juice gemacht, über mehrere Jahre, und dann ging es immer weiter. Und letztendlich kommt Flair dann wieder ins Spiel. Flair hat mich dann nach einer gewissen Pause, die wir irgendwie zwischen Argo und mir da war, dann irgendwie wieder ins Boot geholt. Ich habe, glaube ich, das Album Flair fotografiert als erstes Argo-Release. Und ich glaube, vor 3 Jahren dein erstes Cover erst. Wir hatten ja bei Argo Berlin, hatten wir ja Fotografen und alles. Da war Murat jetzt nicht gebraucht als Fotograf. Und ich muss auch so ehrlich sein, mir wäre bis heute egal, wer das Foto macht und was da auf dem Foto passiert. Ist mir egal. Murat muss auch immer mit der Idee kommen. Ich setz mich nicht mit ihm hin und überleg mir irgendwas Krasses, wo wir mich jetzt hinstellen zum 1000. Mal in meinem Leben. Egal. Murat macht die Fotos mit mir, weil ich mich einfach wohlfühle in seiner Nähe, Umgebung. Ich habe immer eine gute Zeit mit ihm und dann darf er eben diesen Auslöser drücken und mir sagen, wo ich mich hinstellen soll, wie ich gucken soll, okay. Aber gab es sozusagen irgendwann eine bewusste Entscheidung, das ist jetzt mein Haus- und Hoffotograf und kein anderer mehr? Oder hat sich das einfach so ergeben? Nee, das habe ich mir dann, irgendwann ist mir, ich mache mir wie gesagt nicht so viel Gedanken darum, aber als ich mir mal Gedanken darum gemacht habe, ich dachte, dann wird Murat einfach immer meine Fotos machen, weil da fühle ich mich wohl. Der kann mit meinen Macken umgehen, der weiß, wenn ich schlechte Laune habe, der kann ja trotzdem Dinge mir sagen, könnte ein anderer an der Stelle wahrscheinlich nicht, weil wir uns so mögen. Ja, deswegen ist das für dich dann oft aber auch anstrengend? Ich kann mir vorstellen, wenn man ja eigentlich seinen Job machen möchte und die Person einem das Gefühl gibt, sie mag das aber gar nicht, diese Interaktion eigentlich, auch wenn er dich mag, ist es nicht trotzdem dann auch teilweise ein bisschen vielleicht ein latent unangenehmes Gefühl, was da mitschwingt, wenn man den Menschen fotografiert, der gar nicht fotografiert werden möchte? Absolut. Deswegen ist ja auch zum Beispiel das Konzept vom goldenen Album gewesen, wir machen Bilder in den nächsten 6 Monaten fürs Booklet und fürs Cover und wir setzen die Maske in Szene und nicht dich. Das war für ihn, glaube ich, das Entspannteste und das beste Beispiel, was auch eine Seite in dem Buch ist. Dann sollte er ein einziges Mal vor der Kamera stehen und wir waren am Wochenende bei ihm mit der Family zum Grillen. Und er hatte nur eine Aufgabe, mit dem Morgenmantel vor seiner Hecke zu stehen. Und selbst da ist das ist ein Kampf. Das Problem ist halt oftmals, ich kann es ihm auch nicht verübeln, wir diskutieren eine Stunde darüber und er kann halt besser diskutieren als ich. Das ist das große Problem. Und dann machen wir 5 Minuten Bilder und das Ergebnis ist gut. Das ist das Gleiche wie in dem Buch, die Geschichte mit zwischen Las Vegas und L.A. mal rauszugehen aus dem Auto. Das hat auch lange gedauert und es sind echt schöne Bilder geworden. Es gibt halt, das Ding ist halt auch... Was mitten denn? In der Wüste. Ne? Das Ding ist halt auch, am besten wir blenden es ein oder ich werde es irgendwann online hauen. Ich hatte eine GoPro zu der Zeit auf der Kamera und man hört genau, was er sagt.
Man hört über 4 Minuten, wie er am Fluchen ist, wie er versucht, mit mir zu diskutieren, wie er sagt, dass die Fotos eh scheiße sind und warum er da steht. Ich habe extra für diesen Zweck mal eine GoPro mitgebracht. Kriegst du doch auch nicht zum ersten Mal. Ich habe jetzt immer Menschen, die sich darum kümmern, wie ich aussehe. Ich muss nur rumstehen. Hey, dann würde ich mir jetzt mal Gedanken machen, warum die nicht mehr da sind. Die sind nicht da, weil du einen auf spontan machst, Bruder. Ja, weil spontan ist super. War das beste Album überhaupt für dich, weil du kein Fotoshooting hattest? Klar, ich wurde. Ja, einen Tag, wo du so mal ein bisschen 2-3 Fotos machen musstest. Greif mal in die Kapuze. Also nicht nur. Es war ja mehr als ein Tag, Dicker. Wir sind ja dann nochmal bei mir Fotos machen gewesen. Ja, aber bei dir, das war 5 Minuten, das war kein Fotoshooting. Das war mit Dings besorgen, Dicker, Bademantel besorgen. Ja und, hattest du Stress dafür, außer mich fertig zu machen dafür? Hast du den nochmal benutzt seitdem? Einmal. Die Sonne blendet mich sehr hell in meiner Maske. Dann ist dieser scheiß Film endlich voll. Guck mal an mir vorbei. Stell dich mal seitlich hin. Ich steh doch seitlich, Dicker. Warum bewegst du dich nicht? Warum muss ich mich bewegen? Stell dir vor, ich wäre eine Statue. Dann wär's wenigstens leise. Hat deine GoPro Ton? Ja. Lösch das. Über mich hinwegschauen? Dicker, dahin ist schwer wegen Sonnen. Wirklich ohne Spaß jetzt. Ja. Das kann ich nicht. Das blendet mich. Meine Arme auch nicht. Was war denn dein Problem mit der Wüste? Also bitte. Ja. Erstmal kommen wir aus Vegas. Wenn du da losfährst, hast du noch einen Kater von den 3 Nächten, die du gerade hinter dir hast. Und dann sind da irgendwie 45 Grad im Schatten in der Wüste. Und der sagt, komm, wir steigen jetzt hier aus und stellt sich dahin mit der Maske. Ich hasse das ja sowieso, es ist so heiß unter dieser Maske. Die ich mitnehmen musste, weil er sie natürlich vergessen hatte und ich sie immer hinterher schleppen musste. So. Dann stehst du da. Naja, dann mach schnell. Mach jetzt. Jetzt stehen wir hier schon. So, dann ja, haben wir ein paar Fotos gemacht. Okay. Ich meine, am Ende kannte man mich auch von grüne Wand stellen. Ich gebe 5-6 Blicke mit der Maske hier rechts, links, oben, unten, hier, bitteschön. Und dann machst du den Hintergrund, wie du willst. Also ich meine, die Wüste, die hättest du auch irgendwo im Internet finden können und hättest ein Wüstebild hinter mich gemacht. Und was sagst du, wenn er solche Argumente bringt? Ich glaube, das ist das Einzige, was mir auch Spaß macht. Deswegen mache ich auch für eigentlich keinen Musiker mehr Bilder. Weil die anderen sind so übereifrig und wollen alles und wollen dann am liebsten Social Media Fotografen haben. Bei ihm kannst du wenigstens gezielt arbeiten. Und wenn du ihn von der Idee überzeugst, dann geht er ja auch mit. Er will halt nur diskutieren. Das. War das denn jetzt so an Beispielen eines der katastrophalsten Momente, dass er dann in der Wüste steht und flucht? Oder hattet ihr auch noch schlimmere Erlebnisse, wo dann einfach vielleicht wirklich mal kein Foto zustande gekommen ist, weil du dich partout gewehrt hast und du keine Argumente mehr finden konntest? Mein schlimmster Moment war immer noch, obwohl ja nicht schlimm war, ich habe einmal die Maske verloren. Das war für mich der schlimmste Moment. Oha. Aber weil du sie immer hinterher schleppen musstest? Weil ich sie immer hinterher... Nee, das Problem war einfach, er hatte ausnahmsweise die Maske und ich meinte, bring sie bitte mit, wir haben Buscall um 20 Uhr. Die Maske war nicht da. Ich habe den Kurier zu ihm nach Hause bestellt, der die Maske abholen sollte und dann zum Summer Jam oder sowas bringen sollte. Bloß die Maske ist niemals da angekommen. Das Problem in der Gruppendynamik von 20 Typen, wenn einer erfährt, die Maske ist nicht da, sagt der andere, Murat hat die Maske verschlammt. Der fünfte sagt, Murat hat sie verloren, sie kommt nie wieder. Und dann hast du 20 Typen, die den ganzen Tag zu dir sagen, du hast die Maske verloren. Und dann bedeutete das für mich, in den Bus gehen, mich unter die Decke legen und versuchen, den ganzen Tag niemanden zu sehen. Weißt du noch, wie das bei dir angekommen ist? Also erstens, was hat sozusagen das, wie heißt das Spiel, wenn Leute sich was ins Ohr flüstern? Irgendeiner kam zu mir mit diesem Lachen. Weil es schon was passiert ist? Ja, aber weißt du schon, was passiert ist? Letztendlich war es zu diesem Zeitpunkt, der Kurier ist noch nicht da. Aber 10 Minuten später hieß es schon, er hat die Maske verloren. Ja. Und so ist es dann auch bei dir angekommen? Ja. Ich würde dich jetzt als einen Menschen einschätzen, der dann eigentlich nicht so sauer darüber ist. Oder warst du es? War nicht sauer, nein. Nee, es ist das Moppen. Das die anderen, das... Ja, ja, das okay. Ich wusste in dem Moment, wie sein Herz in die Hose gerutscht ist. Weil das ist die Maske, ne? Die gibt's nur einmal. Mir war schon klar, wenn das wirklich ein Kurier abgeholt hat, dann ist das versichert, dann kann man das alles nachvollziehen, nachverfolgen. Die haben alle GPS heutzutage und so. Da habe ich mir nicht so eine Sorgen gemacht. Ich wusste,
der kackt sich gerade ein. Und da haben wir natürlich ganz schön den Finger in die Wunde gedrückt. So wie du dabei jetzt lachst, hat es dir wahrscheinlich auch einfach mega Spaß gemacht, dann ihn damit eben weiter aufzuziehen. Klar. Ich kann aber definitiv verstehen, was das in dir ausgelöst hat. Gab es denn umgekehrt mal einen Moment, wo du wirklich richtig, richtig abgefuckt warst? Also wo sozusagen vielleicht diese Wüstensituation nochmal getoppt abgefuckt wurde? Ohne Spaß, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Aber jedes Mal, wenn wir Fotos machen, habe ich... Erstmal bin ich... froh und glücklich, alle da, hier, schön, komm ins Studio rein, wenn wir im Studio sind, alles schön. Und aber nach einer Stunde frage ich nur noch, wann gibt's Essen, wann ist Schluss, wann denkst du? Und das, obwohl er eigentlich, du hast ja sogar auch gesagt, er ist ja auch einer deiner besten Freunde geworden in all den Jahren. Ich meine, du kannst ja auch die Leute fragen, die so mit mir sind, ich würde das auch alles nicht hinterm Berg halten, wenn da jetzt ein fremder Fotograf wäre. Aber der, ich meine, Murat kennt mich, der kann damit umgehen. Ich glaube, der andere Fotograf würde mir dann irgendwann leid tun. Und dann würde ich mich nur noch so, würde ich nur noch ruhig machen, schnell weggehen. Und dann würde wahrscheinlich gar nichts mehr zustande kommen. Aber ihr müsst ja dann irgendwie einen Weg miteinander gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das beide umgekehrt mit allen Menschen in eurem Leben so habt, aber dass man sich gegenseitig nicht mehr verletzen kann irgendwie. Ne? Also das klingt ja nach so einer total krassen, gesunden, ausbalancierten Beziehung zwischen euch, dass nichts passieren kann, was euch irgendwie so aus der Bahn wirft, oder? Ja. Du hast jetzt gerade so gelacht, als fändest du es absurd, meine Zusammenfassung. Nee, es klang schön. Klang wie bei der Eheberatung. Ja. Nee, ich glaube letztendlich nichts. Ich glaube, das einzige Problem, was einer Freundschaft, unserer Freundschaft oftmals im Weg steht, ist die Dickköpfigkeit des anderen. Dass wenn jemand sauer ist, dann sind... Aber er ist der Dickköpfige. Nee, er ist der Dickköpfige. Ich kann mich an Geschichten erinnern, wo unsere Frauen nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr, wo wir nicht wirklich miteinander gesprochen haben, uns dann wieder versöhnen mussten. Aber ich könnte dir nicht mehr sagen, worum es da geht. Ich könnte dir auch nicht sagen, worum es geht. Ich dachte jetzt hier, das war die ganze Zeit alles so mega. Nein, ach, das gibt in jeder guten Beziehung drei Dinge Grund. Es gibt da so einen Chat, wo viele, also da sind vielleicht 6 oder 7 Leute drin. Diesen Chat gibt es seit 10 Jahren. Also seitdem man WhatsApp-Gruppenchat machen kann, weiß nicht, wie lange das ist. Schon eine ganze Weile. Seitdem existiert dieser Chat, aber nicht alle waren immer da drin. Sondern mal geht der für 2-3 Monate, weil ihm wird jetzt hier alle zu viel wird und den kann ich mehr. Murat war bis vor 3 Tagen, war der einen guten Monat, 2 Monate draußen aus dem Chat. Die stille Ecke gab es dann einfach. Irgendwann er wird nicht raus, wir gehen da einfach, weil uns das zu viel wird, wir wurden gerade zu viel verarscht. Alle auf einen, scheiße, nee, ich gehe jetzt erstmal für einen Monat. Ihr könnt dann mich ja wieder reinholen, wenn ihr euch beruhigt habt. Aber zum Beispiel in der Phase jetzt in so einem Jahr, wenn man da keinen Kontakt hat, habt ihr dann trotzdem Fotos miteinander gemacht? Oder man muss ja nicht jede Woche Fotos machen. Das Buch ist ja auch konzentriert in den letzten 4 Jahren entstanden. Das war, glaube ich, sogar noch davor. 5 Jahre her oder länger. Und nee. Am liebsten ist mir einfach gucken, dass Murat, bei egal was ich mache, dabei ist. Immer seinen Platz bei uns hat, im Bus, im Hotel, sonst wo, ne, immer dabei ist und einfach seine Fotos macht. Und wir gar nicht in irgendein Studio gehen. Weil ich mache jetzt seit 20 Jahren Musik und Fotos professionell. Ich habe alles schon gemacht. Also vor jeder Wand habe ich irgendwie schon gestanden. Sag mir eine Wandfarbe oder Form oder Beschaffenheit. Ich habe davor schon gestanden und ein Foto gemacht. Also am besten ist es einfach dabei sein, einfach den richtigen Moment das Foto machen. So diese Moment-Doku-Fotos, die gucke ich mir auch viel lieber an von mir als die gestellten. Das Buch war ja auch nicht geplant. Das war ja ein reiner Zufall. Es war letztendlich... Vor 4 Jahren habe ich angefangen, eine Kamera mitzunehmen. Ich habe ja vorher nie dokumentarische Bilder gemacht, weil ich einfach, ich war es gewohnt, für die Jews immer zu blitzen, dramatische, epische, in dem Sinne Bilder zu machen. Und dadurch, dass ich halt so viel Zeit mit ihm verbracht habe, habe ich dann auch gedacht, so, irgendwie könnte man mal eine Kamera mitnehmen. Habe dann auch mir überlegt, was nehme ich mit, wie mache ich die Bilder? Und hatte auch von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock, die Bilder zu machen. Ich habe keine Lust, die abends via WhatsApp jedem zu schicken, damit sie dann auf Instagram landen. Ich gehe jetzt hin und fotografiere analog. Sag doch mal, da gucken jetzt bestimmt auch viele Leute zu, die wegen dir gucken und auch fotografisch Ambitionen haben. Vielleicht erzählst du denen nochmal, was du dann dir, welche Kamera du dir geschnappt hast. Ach so, stimmt, genau. Das erste Ding war ja genau. Ah, gut, dass du sagst, ja. Ich habe nur analog fotografiert, weil ich wollte das Panorama-Format nutzen. Das ist halt ein Bildwinkel von 180 Grad, was du digital auf keinen Chip hinbekommst. Hab mir dann in den Staaten eine Panoramakamera geholt und das war das Konzept für das Album in New York VE. Und da hat es dann angefangen. Und danach habe ich mir auch gesagt, das Medium analog ist so schön, ich würde es gerne weiter durchziehen. Ich würde gerne mit auf Tour gehen und würde gerne irgendwie mehr Bilder machen. Aber hattest du die Vision die ganze Zeit, dass da eventuell irgendwas Großes am Ende rauskommen kann? Gar nicht. Ich hatte einfach nur Bock, irgendwie Bilder zu machen.
da ich eh viel Zeit mit ihm verbracht habe, konnte er in dem Sinne meine Muse sein, die keine Lust hat, fotografiert zu werden, was das ganze Ding noch spannender macht. Und so ist es dann entstanden. Und der finale Schuss für Wir machen ein Buch kam auch erst vor, ich glaube, Anfang des Jahres. Mit der Idee zum Best-of. Und wer von euch beiden kam auf die Idee? Ein Buch wollten wir schon immer machen, dass es zum Best-of wird. Das kam dann zufällig mit Neffi. Ich saß mit Neffi im Zug und wir kamen gerade von der Hochzeit und er meinte auch so, Best-of steht an, was könnte man machen? Und dann war es klar, dass man letztendlich das Buch dazu macht. Und dann war es natürlich nochmal ein Riesenweg dorthin. Es sind, ich glaube, 3-4 Kisten analoge Bilder, die ich mir nie angeschaut habe, wo ich nie drauf geschaut habe. Die mussten digitalisiert werden, geordnet werden, bearbeitet werden und in ein Buch gepackt werden. Das heißt, du hattest diese Bilder ja auch teilweise einfach noch nie gesehen. Nee, ich kann das mal zeigen. Es gibt so Blätter, da sind mehrere Fotos auf einem, so in kleiner Form. Und die hat er mir manchmal, wenn er die hatte, frisch, sowas hier. Die Kontaktabzüge. So einfach so Kontaktabzüge. Das hat er mir manchmal einfach abfotografiert und per Handy geschickt. Und da hatte ich so einen kleinen Überblick manchmal. Aber wie gesagt, ich gucke es mir selber ungern an. Das heißt, das löst dann auch nicht so wirklich Emotionen in dir aus, wenn du Bilder siehst? Ja, Erinnerung. Mhm. Ja. Gerade diese Doku-Fotos, ne, wo ich hier bei dem Foto, da sind wir beide durch New York gelaufen und haben so ein Spielzeug-Comic, also wo es so kleine Figuren gibt und sowas, ne, so seltene Sammlerfiguren und sowas, so einen Laden gesucht. Und dann waren wir in dem Laden und ich musste so scheißen. Oh Gott, musste ich scheißen. Und ich wollte nur schnell raus und er hat sich da alles so angeguckt. Und ich wollte nur schnell raus und dann gehen wir raus und ich erzähle ihm von meiner Misere. Entschuldigung. Und er macht erstmal ein Foto, oder was? Ja. Nee, es kommt noch viel schlimmer. Das ist. Und dann musste ich unbedingt scheißen. Mitten in Manhattan. Und da war dann eben da vorne ein McDonald's. Und da dachte ich, okay, gehst du bei McDonald's scheißen schnell. Ist nicht das Geilste, aber geh scheißen. Und dann standen da, ich stelle das mal so hin, dass man ein bisschen was sieht. Dann standen vor der Toilette ungefähr 3 Clochards, wenn man das so nennen darf. Obdachlose. Penners. Okay, alles klar. Zur Morgentoilette wahrscheinlich. Und er hat und die waren angereicht. Und ich wusste, okay, ich muss nach den 3 jetzt auf diese Toilette gehen. Und dann mach ich die Toilette auf und die haben auch alle gekackert. Und ich hatte keine Kamera dabei, das bereue ich bis heute. Und das war so ziemlich der gruseligste Schiss meines Lebens. Stehen solche Geschichten dann auch zu den Fotos dazu, oder? Das haben wir dann rausgelassen. Prinzipiell. Das ist eine Foto, was ihr gerade gesehen habt. Da hatte ich Bock. Das sind, glaube ich, auch die Randgeschichten, die irgendwie bei uns im Kopf verlagert sind. Primär steht da auch so drin, was ich emotional auch teilweise durchgemacht habe, einfach dadurch, dass ich das Medium analog irgendwie in das Buch gebracht habe. Was für mich halt auch, was er auch nicht so fühlen kann. Gefühlt bin ich jetzt endlich Fotograf. Ich habe ein Buch, ich habe es analog geschossen und ja, es hat ein Thema und irgendwie bin ich jetzt angekommen und jetzt kann ich irgendein Startup gründen aufhören. Bist du denn jemand gewesen, der auf dem Weg dahin auch mit Selbstzweifeln um das eigene Können zu kämpfen hatte? Selbstzweifel, ja, ich glaube, jeder sollte in jeder Schaffungs- oder in jedem Beruf, den er ausübt, Selbstzweifel haben. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, Selbstzweifel sind immer der Vorreiter fürs Besserwerden. Weil letztendlich, wenn du nicht an dir zweifelst, dann kannst du auch nicht besser werden. Obwohl ich das Gefühl habe, dass es manche Menschen gibt, die einfach nicht reflektiert genug sind, um zu zweifeln. Ja, die haben. Du zum Beispiel, oder? Nein. Nee, ich hatte das auch oft. Selbstzweifel. Mittlerweile nenne ich es nicht mehr Selbstzweifel, weil ich glaube, ich weiß ganz gut, wie es um mich steht. Und wenn ich dann mal sage, ja, das und das läuft nicht so gut, dann läuft es einfach auch wirklich nicht so gut. Und wie nennst du das, was dann da noch vielleicht ab und zu mal hochploppt in der Hinsicht? Zweifel. An der Sache, die ich mache, habe ich keine Zweifel. Also es gibt einfach keine Zweifel mehr? Nee, ich würde es eher die Realität dann nennen. Wie gesagt, wenn ich Sache sage, oh, das läuft nicht so gut oder irgendwas, dann läuft das wirklich nicht so gut. Dann ist das nicht nur ein komischer Selbstzweifel. Lass uns nochmal über deine Einschätzung von Murats Bildern sprechen, weil das finde ich eigentlich, also es ist natürlich schon sehr lapidar, dass du so am Anfang sagst, ja, eigentlich ist es auch egal, wer die Fotos macht, weil eigentlich geht es ja nur um den Vibe. Aber wenn du natürlich da jetzt wahrscheinlich genauer drüber nachdenkst und wenn du dir die Bilder anguckst, dann wirst du wahrscheinlich auch erkennen, dass das ja schon
irgendwie auch ein großes Talent ist, was dahinter steckt, um diese Bilder so machen zu können, oder? Klar. Ich habe ja selber leichte fotografische Ambitionen. Ich übrigens auch, wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, was Murat kann. Definitiv. Murat zum Beispiel, es gibt so eine Leica, die habe ich mir dann auch gekauft, weil ich dachte, ne, wenn Murat die hat, kaufe ich mir die auch. Fährt sie nicht. Und dann, da musst du aber so selber fokussieren. Und Murat macht das, der läuft rum, weiß ungefähr, wie viel Meter du wegstehst und fokussiert dementsprechend. Also da steht auch eine Meteranzahl dran, ne, auf diesem Fokus, und er braucht gar nicht durch das Objektiv gucken. Er weiß, wie weit du ungefähr wegstehst, stellt das dementsprechend ein und drückt einfach so ab nebenbei. Und das Foto ist scharf. Ne? Das sind so Momente, wo ich weiß, der kann sein Handwerk sehr gut. Auch wenn er selber ein Buch dafür braucht, um sich das zu beweisen. Ich wusste das vorher schon. Weißt du denn umgekehrt auch, vielleicht jetzt sozusagen abgesehen von dem Zwischenmenschlichen, was euch verbindet, warum du vielleicht der beste Fotograf warst, der so in Sidos Leben treten konnte? Warum das vielleicht kein anderer auch so alles hätte festhalten können wie du? Der beste Fotograf war ich und werde ich ja nie sein, weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Ich glaube, beim Fotografieren und gerade bei den Bildern zählt noch nicht mal das Können, sondern nur das Zwischenmenschliche, weil du einer Person nahe kommst letztendlich. Und dann gepaart mit Fleiß auf den Auslöser zu drücken, gibt das Ergebnis. Aber ich finde halt auch unabhängig davon, wenn ich dich auch unterbreche, Entschuldigung, Fotografieren bedeutet auch nicht nur technikaffin zu sein, du musst halt mit Menschen können. Und ich mag Menschen, auch wenn ich, ähnlich wie er, nicht unbedingt gerne mit vielen Menschen rede oder sie auch lieber beobachte oder auch gerne mal eine Woche zu Hause bin, ohne mit jemandem zu reden. Ich finde Menschen einfach interessant. Und es ist der richtige Moment. Also oft auch die Situation, also das Motiv, was fotografierst du? Ne? Auch wenn es nicht immer alles ganz scharf ist, da sind die Fotos auch krass. Es gibt Fotos in dem Buch, die wären nicht entstanden, wenn nicht Murat. Also nur Murat hätte die machen können. Mhm. Hinter der Bühne, 5 Minuten vor der Show, wie ich mich warm mache. So ganz intime, ruhige Momente, wo ich eigentlich meine Ruhe haben möchte. Keiner kann da eigentlich, nicht mal die Band. Ich gehe dann weg von allen. Mhm. Und den Moment hat der fotografiert. Also die Möglichkeit hätte gar kein anderer gehabt. Ich habe ja auch gesehen beim Durchblättern, da sind zum Beispiel auch Bilder, die sehr privat aussehen, zum Beispiel mit dir und Charlotte, mit deiner Frau. Hast du aber auch vielleicht gesagt, es gibt irgendwo eine Grenze, also das darf er nicht fotografieren, egal was kommt? Er kann alles fotografieren, aber in dem Buch, also in den Versionen, die ich vorher mal gesehen hatte, waren Fotos von den Kindern. Die kann er natürlich fotografieren und ne, unsere Kinder spielen auch mit, sind auch gut befreundet und so. Und natürlich, aber ich sehe die nicht in dem Buch, nicht in dem Zusammenhang. Und überhaupt, meine Kinder öffentlich machen, ist nicht auf meiner Liste. Ansonsten gibt's auch, ich mache ja nie irgendein Instagram-Video oder irgendwas von zu Hause. Also schon zu Hause, aber dann siehst du nichts. Ich gehe dann immer so nah ran, dass ich nichts zeige. Aber in dem Buch sieht man auch Dinge von zu Hause, wie ich staubsauge zum Beispiel. Aber da ist einfach, das habe ich drin gelassen, weil der Kontrast so groß ist. Er war einen Tag vorher mit mir in einer Halle vor 30.000 Leuten, bin ich aufgetreten, und einen Tag später stehe ich zu Hause in der Küche und staubsauge. Das heißt, es ist keine Floskel, wenn da auch jetzt steht hinter der Maske, weil das wirklich so ist, dass man dort vielleicht auch Dinge von dir sieht, die man sonst so noch nicht gesehen hat? Ja, definitiv. Die man nicht sehen würde, wenn man nicht Murat wäre oder irgendjemand aus meiner Entourage. Hast du da Lieblingsmomente oder Lieblingsbilder in dem Buch, die das auch noch mal mehr verdeutlichen, was vielleicht dahinter noch steckt, was wir alle noch gar nicht so gesehen haben von Sido? Definitiv ein Bild, was nicht drin ist, das mit seinen Kindern. Es gibt ein Bild, da sitzt er auf der Bühne, hat einen links, einen rechts, beide haben Mickey-Mäuse auf. Der eine hat ein eigenes Mikrofon, du hast das Mikrofon in der Hand. Und er sitzt im Schneidersitz da und hat, glaube ich, ein Kind zwischen den Beinen, eins links auf dem Knie, und das ist einfach... Das hätte ich gerne mit reingenommen. Das ist so ein persönlicher Moment. Aber ich kann es auch verstehen, dass ich es nicht haben möchte. Aber das sind eigentlich primär die Momente und auch die Geschichte, wie er eben schon meinte. Ich glaube, Frauenfeld war das. Wir waren abends beim Frauenfeld. Dann gehst du in den Bus, trinkst ein, zwei kurze, legst dich hin, wachst auf, bist auf einmal am Ostbahnhof. Und dann bin ich kurz nach Hause, hab geduscht, hab die Familie eingepackt, dann sind wir zu ihm gefahren, haben gegrillt. Und 24 Stunden später steht er mit seinem Dyson-Handstaubsauger
frisch von der Akkustation in seiner Küche und saugt den Kindersitz ab, den Hochstuhl. Und das ist halt so, wenn du dann überlegst, er stand gestern auf der Bühne, jetzt steht er da, das ist schon... Der Kontrast, den deswegen ist meiner Meinung nach ist so zum Beispiel so ein Bild da drin. Und das war für mich auch wichtig, das zu sehen, weil ich glaube, er und viele Menschen, die ihn seit Jahren begleiten, die sehen es halt auch nicht mehr. Das ist so ein Job wie ein Baggerfahrer, der einen riesen Bagger fährt. So geht er auf die Bühne und spielt vor 30.000 oder 40.000 Menschen. Und Braunfeld 60. 60. Wow. Es ist ja trotzdem irgendwie noch so ein, auch so ein Liebhaberding, ne? Ich glaube, dass jetzt nicht jeder Mensch auf der Welt sagt so, oh, ich kaufe mir jetzt ein Fotobuch irgendwie von meinem Star. Hättet ihr umgekehrt jemanden, wo ihr sagt, da würdet ihr euch das gerne kaufen, zulegen? Oder habt ihr vielleicht selber sogar Murat hat eine gute Sammlung davon schon? Ich habe gefühlt, keine Ahnung, 200 Bücher zu Hause. Habe ein eigenes Regal nur für Dokumentationen von Musikern. Mhm. Und ja, klar, gerade die wilden Zeiten 70er, 80er, das sind so wunderschöne Fotobände von unter anderem Jim Marshall. Es gibt Top-Fotografen, die irgendwie die Stones begleitet haben. Dann The Police. Und echt, das waren auch für mich meine Vorbilder, wenn ich... als ich an dem Buch gearbeitet habe. Also ich schick ihm die Bilder dann auch immer. Er interessiert sich eher weniger für die Bücher dann, aber das ist schon ein Ansporn. Besitzt du sowas selber auch, Fotobücher? Wir haben Coffee Table Books. Mhm. Und was ist da drin? Alles Mögliche, auch Fotobücher oder so. Hm? Ja? Ja, auch Möbel. So, Möbelbücher. Ich habe die noch nie gesehen. Die liegen da einfach. Meine Frau... kann das sehr gut, also einrichten und dekorieren und da gehört so Coffee Table Book irgendwie dazu, ne? Aber du bist jetzt nicht der Mensch, der sich normalerweise hinsetzt mit nicht einem zu Hause. Glas wenn, Wein und wenn die woanders bei Kumpels liegen, zum Beispiel gucke ich da ziemlich häufig rein sogar, gerne. Auch bei Murat gucke ich mir die Bücher gerne mal durch, aber zu Hause habe ich irgendwie Besseres zu tun, als die Bücher zu gucken. Ist eher was für Gäste, glaube ich, ne? Ist es jetzt aber für dich dann trotzdem was Besonderes? Du hast 100.000 verschiedene Alben schon veröffentlicht. Ist das jetzt irgendwie was anderes? Also ja. Auch wenn du vielleicht selber nicht der Fotobuch-Spezialist vor dem Herrn bist, aber das scheint ja dann irgendwie doch ein Herzensprojekt von euch beiden gewesen zu sein. Erstmal war uns wichtig, dass das hochwertig ist. Dass das nicht irgendein Ramschprodukt ist, dass man sich mal noch irgendwie dazustellt, sondern es sollte sehr, sehr hochwertig sein und nicht so hoch, also nicht so eine hohe Auflage. Es soll was Besonderes sein. Mhm. Ja, dementsprechend hochwertig ist es dann auch geworden. Sehr, also allein am Papier erkennst du ja schon, wie hochwertig das ist. Dann sind hinten die CDs drin. Ja. Wir haben es ja selber noch nicht gesehen, deswegen es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und ich habe auch, als wir das Buch geplant haben, auch ins Regal geschaut, wo liegt eigentlich die Messlatte bei Büchern. Ich hatte keine Lust darauf, dass es irgendwie nur so ein DIN A5 oder DIN A4 Magazinstil hat, sondern es sollte wirklich ein Buchbuch sein. Und ja, ich glaube, das ist auch eigentlich ganz gut gelungen, sogar sehr gut gelungen. Und man muss ja auch berücksichtigen, es gibt noch eine Version mit einem Print, der unterschrieben ist von ihm und der ist auch in der Folie drin. Und das war auch so die Vorlage für meine Sammelleidenschaft. Ein Foto, ein Print. Also er sagt immer Print, für mich ist das ein Foto, ein richtiges Foto auf Fotopapier. Mhm. Ja. 3000 Stück unterschrieben. Die Texte, die da drin sind, hast nur du die geschrieben, Murat? Das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Es oder gibt habt ihr eine sehr, sehr ausführliche... Vorwort ist von mir. Vorwort von ihm. Wenn man es hier nochmal sieht, da hat er sich, so wie er ist, auf den Punkt gebracht. Und ich habe versucht, irgendwie zu jedem Kapitel ein bisschen was zu schreiben. Also ich habe es nicht selber geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Ich habe mich mit jemandem getroffen und habe dann irgendwie bin mit ihm die Kapitel durchgegangen und wie ich eben schon meinte, so ein bisschen auch so meine Gefühle durchgegangen oder wie ich die Situation gesehen habe. Weil ich finde es gerade bei Bildern manchmal auch interessant, wenn man das Bild sieht und ja dann ja, auch noch eine Geschichte dahinter hat. Man sieht es ja hier nochmal einmal für euch. Und dann hier, es ist einfach, ja solche Bilder brauchen natürlich keine Bildunterschrift, aber... Das ist aber wirklich ein schöner Kontrast, jetzt verstehe und ich nicht mehr, was da liegen meint. Einfach 24 Stunden zwischen. Und das ist so, es geht auch nicht darum oder es ging auch nie darum, dass er auf jedem Foto irgendwie posen soll oder irgendwas machen soll, sondern, ja, ich gesehen... Ist das auch ein, jetzt, ihr seht das vielleicht gerade nicht, dort pinkelst du gerade und ja. Neben dir steht dann im zweiten Bild ein
Mann in einem Anzug. Kennen wir den? Nee, das war beim Echo. Oh, okay. Letztendlich, das man war könnte beim Echo? Auch, ja. Ja, aber das mache ich, ich rede mit dem, ne? Und die gucken mich nie an. Ich mache das voll gerne, wenn ich auch auf Toilette stehe, mit den Leuten, die neben mir pullern, mit denen zu reden. Du grinst auf jeden Fall auch offensichtlich. Kannst du ich könnte eigentlich. Das ist ein Hobby von mir. Das ist ein Hobby von wirklich? Mir. Wirklich? Mit Leuten, die, ohne auf den Puller gucken, aber. Das muss nicht sein. Aber die Leute ignorieren dich immer weg oder reagiert auch mal jemand? Ich habe einmal, stand ich auf Toilette und sing das Lied von Benjamin Blümchen. Nein, der Zwerg, das ist der Otto, singe ich. Ne? An der Stelle war ich gerade. Und Pistol und sagt, nein, der Zwerg, das ist der Otto. Guck den Typen neben mir an und er macht so, nee, Nils. Werde ich nie vergessen. Er dachte nicht bei ihm, weil er ein bisschen kleiner war als ich. Und er kannte offensichtlich auch das Benjamin Blümchen-Lied nicht. Und du stehst dann manchmal einfach auf der wie Toilette? Wie zwei Weiber immer. Gehen wir zusammen auf Toilette, ja. Mit einer Kamera, wo auch immer alle denken, was machen die da? Und ich meinte eben schon, ich könnte irgendwie ein eigenes kleines Magazin machen mit Toilettenbildern von ihm. Es gibt sogar ein Bild hier drin, der ist am Kacken. Also, und du siehst wirklich in dem Raum durch die Panoramakamera, dass wir mit 8 Leuten auf dem Klo stehen. Das ist eigentlich, ja. Du hast da gar keine Berührungsängste? Nee, das sind doch alles meine Freunde. Ja, ich weiß nicht, also okay, ich dachte jetzt so, vielleicht beim Kacken hört die Freundschaft ja, nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob ich da gekackt habe. Ja, klar. Ja, muss es auch, ja, ich habe gekackt, ja. Okay. Und aber hier steht noch jemand. Du schläfst selbst auf dem Klo. Ja, na da zumindest, ne? Zu Hause nicht, aber auf Tour überall. Ja, und das ist so irgendwie, ja, das ist das Original, das ist hinter der Maske. Wunderschön. Ja, und sowas war mir halt wichtig. Da geht es nicht darum, wie die Farben aussehen oder wie jemand bei rumkommt. Das ist einfach der Moment und das ist auch das Spezielle an dieser Kamera gewesen, die einfach die Intention dahinter hervorgebracht hat. So. Und was ich gemerkt habe, die Bilder sind einfach Instagram-untauglich. Deswegen haben sie ein Buch verdient. Durch dieses extreme, weite Format kannst du die einfach nicht hochladen. Die muss man auf Papier sehen. Und das ist auch wieder so eine Sammelleidenschaft von Fotografen aus den 80ern, die dieses Medium benutzt haben. Das geht nicht anders. Weil ihr euch ja jetzt eben schon so lange kennt und du auch so viele Stationen miterlebt hast und ich, also Sido, du meintest, glaube ich, auch, dass ja eure Karrieren ja sozusagen gleichzeitig irgendwie begonnen haben und auch gleichzeitig immer weiter gewachsen sind nebeneinander her. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viele Menschen interessiert, weil du eben so nah an Sido dran warst. Wie er sich im Laufe der Jahre verändert hat. Dieses Buch fängt natürlich ab einem gewissen Punkt erst an, auch wenn man dort ganz am Anfang ja auch noch diese ganz alten Bilder von euch sehen kann. Aber wenn du nochmal als Freund und Fotograf, der das Ganze natürlich sozusagen, wie gesagt, emotional, aber auch durch die Kamera die ganze Zeit beobachtet hat, würdest du sagen, dass Sido trotz allem, was irgendwie passiert ist, immer noch auch der Typ ist, den du 2001 da in Moers getroffen hast? Oder haben sich die Dinge so stark verändert, dass das alles irgendwie nicht mehr so richtig. Ich glaube, die Basis original, dass der Mensch, der in ihm steckt, ist immer noch der gleiche. Das Erste, was ich von ihm weiß, war damals, ich habe Hunger, wo können wir was essen gehen? Am liebsten viele Kleinigkeiten. Und das ist bis heute so geblieben. Ich glaube, das Essen ist edler und besser geworden ab und zu. Und aber ansonsten, der Mensch ist der Mensch. Ich glaube, der Mensch, die Basis bleibt immer gleich. Und wenn du dich veränderst, dann hast du im schlimmsten Fall auch keine Freunde mehr um dich herum, weil es oftmals immer im negativen Sinne ist, die Veränderung. Aber er ist so, wie er ist, seit Tag 1, würde ich von ausgehen. Und was beruflich kriege ich auch nur irgendwie im Fernsehen mit, wenn ich überhaupt was sehe. Dadurch, wenn man befreundet ist, ich glaube, er kriegt auch nicht so ganz mit, was ich eigentlich nebenbei arbeite. Und genauso wenig kriege ich mit, was er so nebenbei macht. Und ja, weil wir uns eigentlich nur für uns interessieren als Mensch. Und nicht als Künstler. Das spielt dann also auch gar nicht so eine große Rolle, welche großen Projekte jetzt gerade irgendwie, welche Werbefilme oder Fotos, also du jetzt gerade. Ich glaube, ist das schon nicht ganz genau. Aber ich weiß schon, wenn er mal wieder jetzt eine Werbung fotografiert, dann weiß ich das schon. Ich glaube aber, das ist auch schön, dass wir eigentlich beruflich nie wirklich was miteinander zu tun haben. Weil ich das auch gerne irgendwie miteinander trenne. Und das finde ich in dem Zusammenhang lustig, weil es für mich trotzdem ja krass beruflich ist, auch wenn es sich für euch privater anfühlt, aber als Außenstehender wirkt es ja so, als würdet ihr zusammenarbeiten, auch wenn es sich für euch wahrscheinlich schon ja, so verwischt hat. Das ist ja das Schöne, Arbeitszeit ist Lebenszeit und wenn wir so miteinander arbeiten, als wenn Außenstehende das Gefühl haben, dass wir nicht wirklich arbeiten, sondern nur miteinander abhängen und am Ende des Tages trotzdem ein gutes Ergebnis zutage bringen, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ich glaube, ich hatte einmal ein offizielles Shooting mit ihm für
irgendeinen Handyanbieter oder sowas. Da war der Vibe natürlich schon wieder total unangenehm, weil voll viele Fremde im Raum waren. Und ich habe auch gemerkt, dass er riesen Abturn darauf schiebt. Ich fand es auch total unangenehm, weil mir letztendlich in der Werbung auch ein bisschen vorgegeben wird, wie ich fotografieren muss. Und sowas haben wir eigentlich gar nicht. Und das ist einfach nebenbei entstanden und deshalb glaube ich auch so schön. Umgekehrt, seine Entwicklung, dieses, also ich glaube, was du auch vorhin gesagt hast, es gucken bestimmt Leute zu, die sich jetzt irgendwie denken so, boah, das ist mein großer Traum. Und was hat er einerseits sozusagen für Skills, die ich vielleicht brauche, um auch dahin zu kommen, oder was hat er anders gemacht als andere? Wenn du das nochmal so zusammenfassend sagen könntest, was glaubst du sozusagen in dieser Entwicklung von Murat Aslan? Warum ist er dann heute da, wo er ist, auch unabhängig von diesem Buch, auch unabhängig von dir? Also wenn man jetzt ein bisschen nerdig reden soll, mal, ne? Sehr gern. Ich fand's immer speziell und besonders zu einer sehr frühen Zeit, das haben irgendwann viele gemacht, aber die Art und Weise, wie Murat dem geblitzt hat, also wo der stand, nicht unbedingt immer frontal von der Seite. Mittlerweile ist das gang und gäbe, ne? Aber Murat hat das schon zu einer Zeit gemacht, da war das advanced, besonders im Hip-Hop. Und das war immer sehr besonders. Es gab auch andere Fotografen, die haben dann eben hingekriegt, dass der Himmel besonders aussah oder so. Jeder hatte so seinen Film. Aber bei Murat fand ich die Lichtästhetik einfach immer besonders und advanced für Hip-Hop. Ne? Oldschool damals. So, und das war so, ich glaube, das war sein großer Vorteil, dass viele Leute das auch wollten. Ne? Und auch die Juice das wollte dann. So hat er so auch seinen Fuß dann in die Hip-Hop-Szene gekriegt. Und da waren eben, wie gesagt, nicht so viele versierte Fotografen unterwegs. Und dann, wenn man dann da was kann, dann kriegt man schon seinen Fuß da rein. Auch wenn es jetzt auch wieder so ein bisschen wie bei der Eheberatung klingt, aber stellen wir uns jetzt mal vor, Sido würde jetzt sagen, ich fliege morgen nach Barbados und mein neuer Fotografenkumpel, dies, das, jenes, hat irgendwie auch Bock mitzukommen und der macht jetzt mal meine Fotos. Wäre das schlimm für dich? Also wäre das dein neuer Fotografenkumpel? Ja, vielleicht hat er jemanden kennengelernt, der macht auch ganz gute Fotos. Ja, aber die Witze machen wir oft. So eine Witze, ja. Ja, klar. So eine Witze kriegt er oft zu hören. Ja, das würde mich manchmal interessieren, ob es da manchmal wirklich muss ich ja dann für irgendwelche Magazine mal mit einem anderen Fotografen machen. Ich sag zwar immer, er soll das machen, aber manchmal ist es ihm auch zu blöd, für die drei Fotos jetzt zu kommen. Und dann macht das irgendjemand. Und dann verarsche ich ihn dann eben mit dem Fotografen. Ich find's gar nicht schlimm. Ganz ehrlich, wenn ist doch okay. Aber also ist da wie so eine Art Eifersucht vielleicht? Nein, es gibt kein Gebiets- und Hoheitsrecht bei einem Künstler. Das kannst du nicht machen. Letztendlich hier für X-Faktor hat er auch Bilder gemacht. Da habe ich gar keinen Bock drauf, da irgendwie hinzufahren, um irgendwelche Freistellerfotos zu machen. Das ist so, der Weg dorthin und wieder zurück würde mich gerade mehr tören, als irgendwie da die Bilder machen. Aber ich kann ihn auch nicht einschränken. Ich kann ihn jetzt auch nicht sagen, es ist wie, als wenn du deiner Frau sagst, darf sich nicht mehr mit Männern treffen oder unterhalten. Das ist totaler Schwachsinn. Das wäre jetzt bei der Eheberatung, ich gebe ihm auch seine Freiräume. Sehr gut. Also wir geben uns die Freiräume. Aber er scheint dich ja trotzdem auch ein bisschen zu provozieren. Also irgendwas scheint ja trotzdem dran zu sein. Wäre das dann jetzt umgekehrt genauso bei dir, wenn jetzt Murat sagt, ich hänge jetzt nur noch mit, keine Ahnung, mit Savas rum, mache jetzt nur noch Fotos von Savas oder so oder mit Bushido oder sonst wem? Macht er ja. Macht er auch, unabhängig von dir? Ab und zu gehe ich fremd. Ja, also die fotografieren. Na, aber klar. So intensiv wie dich nicht jetzt, oder? Na, was heißt intensiv? Auf jeden Fall ein Fotoset. Was hat Savas hast du jetzt gemacht? Savas habe ich fotografiert. Und aber ganz okay, ehrlich, Savas habe ich 13 Jahre nicht fotografiert. Das war jetzt zum Kennenlernen nochmal. Also. Und wie fühlst du dich dabei? Voll okay, ist voll okay. Okay, ich höre auf, hier einzureden, dass das ein Problem ist. Dann ist es doch schön, wenn alle glücklich sind und keine Probleme haben. Geht es denn jetzt eigentlich immer so weiter? Also jetzt ist dieses Buch ja wie so ein bisschen auch ein Abschluss einer langen gemeinsamen Zeit und Reise, die ihr zusammen hattet. Könnte das dann jetzt sozusagen auch erstmal das Ende bedeuten oder machst du jetzt immer so weiter? Wirst du sie immer weiter dokumentarisch definitiv festhalten und vielleicht dann irgendwann das nächste Buch rausbringen? Ob es nochmal ein Buch gibt, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht ist das dann so ein, vielleicht gibt es Bücher nur noch digital auf irgendwelchen Portalen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Meinst du, dass Bücher irgendwann komplett aussterben? Ja, aber auf jeden Fall die Auflage ganz klein. Okay. Aber ich kann mir schon auch, besonders Bücher zum Lesen, das wird alles nur noch digital geben. Auch Fotobücher kann ich mir vorstellen, dass du es einfach nur noch auf einem gewissen Portal. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das finde ich aber auch eine traurige. Nee, ja, für uns. Aber die Leute, die da nachwachsen, die wachsen damit auf. Weißt du, was ich meine? Wenn du als Einjähriger Scheiße frisst, ist das auch lecker für dich mit 20. Weißt du? Also, die wachsen damit eben einfach auf und damit müssen wir rechnen und das ist doch egal. Also, keiner kauft meine Platte. Hat Leuten auch so Wege, aber keiner kauft meine Platte. Man, das darf nicht aussterben, schade. Es ist ausgestorben.
Es ist auch. Aber es gibt immer noch Rapper, die Platten machen? Ja, ganz kleine Auflage. Das meine ich. Natürlich wird es Bücher geben, kleine Auflage oder für die Liebhaber. Ich mache auch noch CDs, weil ich weiß, die Leute, die meine alten CDs alle haben, die wollen die neue CD daneben stellen im Regal. Also die wollen die Sammlung komplett haben. Deswegen mache ich auch CDs. Im Grunde macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, auch CDs zu machen. Und ja, aber ich glaube schon, dass es sowas nochmal geben wird von den nächsten 20 Jahren. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt demnächst wieder in den Urlaub auch privat fährst, nimmst du ihn dann auch mit und lässt ihn deinen so einen Koffer holen? Einfach mitnehmen, kannst mich einchecken. Auch als hättest du keine Wahl, ne? Das klingt auch so, als wärst du so, yeah, so. Ohne Social Meinung. Media Fotograf, bitte noch mal die Urlaubsfotos. Ja, also normalerweise machen wir eher so Familienurlaub und da kann passieren, dass er mit seiner Familie auch dabei ist, aber hier zum Beispiel gibt's Fotos, da bin ich, feiern wir Weihnachten in Vegas, mein Geburtstag in Vegas. Ja. Mhm. Ja. Also ich glaube, die Frage war sowieso ja an mich gerichtet, ob ich noch mal Fotos von dir mache. Ob es jetzt immer so weitergeht. Ich werde gerade wie so ein Stück gehandelt, was einfach mitgenommen wird. Er darf. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ja, ich glaube, ich werde weiterhin Fotos machen. Ich werde es aber anders angehen. Ich werde keine analogen Bilder mehr machen. Ich werde jetzt das machen, was man eigentlich normalerweise macht. Ich werde digitale Bilder machen und werde sie abends einfach in den Chat schicken, damit alle sie auf Instagram hochladen können. Damit du ein paar und ich neue vielleicht auch Follower mal, dass du mal markiert wirst. Dass ich mal markiert werde und dass ich endlich mal auf deine Markierung bitte. Wenn ich dann so ein Foto poste. Genau, von ihm, das ist ja. Das ist ja wohl auch das Mindeste. Ja, stimmt. Also es stimmt. Und das, ja, aber das Ding ist halt, dass uns ja auch, ich vergesse es. Aber dann mache ich es. Was uns ja auch verbindet, wir sind ja beide Instagram-Muffel. Das ist so, ich habe keine Intention für dieses Medium und ich will es dir jetzt nicht unterstellen, aber auch nicht so viel. Also nicht zu Hause. Wenn ich unterwegs bin, gerne. Und dann mache ich auch gerne mal ein paar lustige Videos. Aber von zu Hause eben nicht. Aber das frage ich mich eh auch, wenn man selber ein richtiger Fotograf ist, und das bist du ja jetzt spätestens mit diesem jetzt Buch. Genau, jetzt ja. Seit 15 Uhr. Seit diesem Moment, das ist jetzt schön, ist dass einer. Ich jetzt diese Taufe quasi hier mit dir feiern kann. Ich frage mich aber manchmal, wenn man eben in der Hinsicht so versiert ist, wie man damit umgeht, dass auf Instagram alle Leute selber der Meinung sind, dass sie Fotografen sind, so wie er oder ich ja auch gerade schon gesagt haben, wir denken, wir haben da ein Talent. Also, ob ich ein Problem damit habe? Ja, ob das einem selber auf den Sack geht, wenn man so sieht, dass alle Leute die ganze Zeit so... Das ist doch schön, dass alle fotografieren. Das heißt ja nicht auch nur, weil jeder Musik macht, dass irgendjemand gute Musik macht. Also letztendlich, umso mehr schlechtere Menschen es in irgendeinem Medium gibt, umso mehr werden die Guten geschätzt. Und ich freue mich, ja klar, Instagram ist schön. Ich schaue mir viele Bilder auf Instagram an. Die haben zwar nichts mit Rappern oder mit Fotografen zu tun, aber andere Dinge, die einen interessieren. Das ist so für mich gefühlt das neue visuelle Google einfach. Mhm. Und ja, aber was guckst du dir da an, wenn es keine Rapper sind? Viele Dinge, die man so sammelt und mag und schön findet. Bücher, andere Dinge einfach. Er guckt ja auch Casey Neistat oder wie der heißt. Wer ist das? So ein YouTuber, der bekannteste der Welt, glaube ich, oder so. Casey Neistat. Neistat. Neistat, ja. So ein New Yorker. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hänge mehr auf YouTube anstatt auf Instagram. Okay, ja. Das ist ganz schon 2015, würde ich sagen. Ah, ich komme. Das hier ist 1998, das Buch. Also langsam nähere ich mich an. Und wie ist das bei dir? Also hast du konkrete, zum Beispiel mittlerweile kann man ja diesen Hashtags folgen bei Instagram, dass du dir irgendwelche Fotos dort gerne Korean anguckst? Food. Was? Korean Food. Wirklich jetzt? Mhm. Du guckst dir Fotos von Korean Food an. Ja, oder Videos, wie die so, es gibt so Koreaner, die haben ein Mikrofon ganz nah an sich dran und essen dann Dinge, dass man die so schmatzen hört. Oh Gott, das ist das Allerschlimmste. Oh Gott, da hast du bei mir gerade, das ist das Allerwidrigste. Ich finde es auch eklig, aber ich kann nicht wegkommen. Wirklich? Mhm. Warum? Ja, weil die so ekelhafte Sachen dann auch essen. Boah. Das ist so richtig, richtig ekelhaft. Aber, Gott, ich kriege richtig Ekel Gänsehaut. Aber ich liebe Korean Food. Also, wenn es dann koreanisches normales Essen gibt, ohne Schmatzen, dann finde ich das auch wirklich gut. Ich meinte ja auch eigentlich eher Fotos und nicht unbedingt jetzt diese kranken Videos. Oslo-Bilder ist ein Hashtag, dem ich folge. Mhm. So Bilder von Oslo, schöne Bilder. Weil Charlotte aus Oslo kommt. Die ist aus Oslo, meine Frau ist aus Oslo. Und nächstes Mal, wenn ich in Oslo bin, werde ich auch ein paar geile Fotos machen und den Hashtag. Weil du Oslo besonders schön weil ich da auch stattfinden möchte und in diesem Hashtag. Ganz mit meinen krassen Oslo-Bildern. Schön, okay. Es gab ja mal ein Buch von ihm, stimmt. Das war sogar noch vor diesem Buch. Ich weiß gar nicht, wann es... Ja, muss vor diesem Buch gewesen sein. Ja, definitiv. Aber nee, er war schon weiter im Bereich dokumentarische Bilder als ich. Kannst du dich noch daran erinnern? Nein. Als du gerade die, wie hieß die Kamera? Canon 5D hattest, hast du auf Tour Bilder gemacht und hast sogar nebenbei ein Buch gelayoutet. Stimmt. Ich habe mal meine schwarz-weiße Phase. Genau. Mhm. Das Buch hat zum Beispiel nie die Öffentlichkeit gesehen. Also ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, ob ich das Fotos Buch gemacht, ja. kenne oder ob ich nee, das... Nee, okay. Das Buch wurde gelayoutet und ich glaube, basierend auf der Idee
dass man ein Buch auf Tour macht, ist auch dieses Buch entstanden, weil auf der ersten Tour, wo ich dabei war, habe ich halt die meisten Bilder gemacht. Ich hatte eigentlich vor, die Bilder auf eine Leinwand zu ziehen. Da bin ich ausgerastet, künstlerisch. Ich wollte die Bilder auf eine Leinwand ziehen, die bemalen, mit Weiß nochmal, mit Pinsel und Weiß und das nochmal abfotografieren. Und das sollte das Foto sein. Aber wie so viele Pläne, die ich habe in meinem Leben, schade. Ist das auch wieder nicht passiert. Sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Um nochmal kurz zurück zu dem Konzept dieses Buches zu kommen. Ja. Jetzt sind da auch noch diese CDs mit drin. Hängen jetzt die CDs und die Songs, die es wiederum auf diese Kronjuwelen Best-of geschafft haben, hängt das alles miteinander zusammen oder ist das abgekoppelt voneinander? Buch, Best-of, Single, Songs, was auch immer. Naja, ein Best-of sind ja die Fotos auch, im Grunde. Deswegen passt das so gut zusammen. Das ist ja auch ein Best-of aus den letzten Jahren, also die besten Fotos. Es gibt natürlich weitaus mehr Fotos. Das ist das Best-of von den Fotos aus den letzten Jahren. Und natürlich passt das. Genauso wie auch 1000 Tattoos, der Song auf kein Album so gut gepasst hätte wie auf ein Best-of. Weil der redet auch über, also meine Tattoos ist ja genau dasselbe, auch eine Ansammlung von Momenten in meinem Leben. Ne? Passte sehr gut, wie Bilder im Kopf damals, zum letzten Best-of. Hatte ich auch gerade natürlich die Assoziation dazu. Ja. Habe ich auch extra dafür geschrieben, die beiden Songs. Ne, die gab es nicht und dann haben wir die darauf gemacht, sondern Bilder am Kopf habe ich geschrieben fürs erste Best-of und das war mein Konzept für so ein Best-of. Wie könnte so ein Song aussehen und 1000 Tattoos auch. Hörst du denn eigentlich gerne Sidos Musik? Noch nicht so gerne. Nicht alles. Nee? Warum antwortest du denn jetzt? Weil ich will ihm das nicht so schwer machen. Erzähl. Er wählt sich andere Songs aus. Songs, die nicht unbedingt meine Favoriten immer sind oft seine Favoriten. Ich bin oft erschrocken, was seine Favoriten sind. Zum Beispiel? Also gab es da mal Momente, welchen Song hat er gefeiert, wo du eher gedacht hattest, ist jetzt gar nicht unbedingt so mein Favorite? Wo ist ein Haus aus Gold? 23. Hast du geliebt? Ja. Das war für mich einer von den Songs so. Aber den hat er rauf und runter gehört, zum Beispiel. Das ist ja auch immer das Problem, dass sobald er ein Album fertig hat, dann höre ich es mir an. Und dann habe ich schon ein bisschen Angst zu sagen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Letztendlich, ja. Aber doch, ich höre die Musik schon. Gerade gezwungenermaßen, 1000 Tattoos, gerade rauf und runter. Dann haben mittlerweile meine Kinder in ihrer Spotify-Playlist ihn auch schon drin. Und also da muss ich dann auch die Lieder hören, die ich nicht so gerne höre. Aber ja, klar, schon. Ich sag mal so, bevor das Album draußen ist, was er nicht mitbekommt, habe ich das Album bestimmt 100-mal gehört. Also ich gebe mir es schon. Und das ist einer der wenigen Alben, die ich mir im Deutschrap noch anhöre. Das gibt ja sonst auch keine Alben mehr. Nee, Deutschrap ist tot auf jeden Fall. Ja, aber Alben... Es gibt nur Spotify-Playlists. Ja, also ernsthaft über ein Album müssen wir uns ja jetzt nicht mehr unterhalten. Boxen-Album und so, das ist ja vorbei, ne? Na gut, wenn du es sagst. Es gibt ja auch bald keine Bücher mehr, ist alles vorbei. Ja. Aber auch da ist es dann halt so, dass sozusagen solltest du jetzt ihm einfach sagen, ich finde die Single gerade einfach nicht so geil, ich finde es wack. Oder vielleicht sagst du das nicht unbedingt, aber vielleicht, dass es nicht ganz so dein Ding ist. Dann ist auch das... Ich sag dir mal so, der größte Teil meiner Freunde sagt genau das. Wirklich? Die sagen auch wirklich original wack? Oder? Es gibt keinen, der... Katastrophe sagen die. Ohne Spaß. Und wie gehst du damit um? Nee, der Song kommt dann raus. Das ist für mich ja ein guter Indikator. Achso, und der ist dann immer der besonders erfolgreiche, wenn alle sagen, das ist katastrophal ist? Es sagen ja nicht alle. Ich weiß ja, was die wollen. Ne, die wollen alle den... alten Sido. Ja, und da gibt es ja einige. Ne? Aber kriegen die anderen... Also wenn meine Freunde den nicht bekommen... Meine guten Freunde, Leute, dann könnt ihr auch aufhören, diese Kommentare zu schreiben. Dann ihr auch nicht. Für euch mache ich es dann auch nicht. Meinst du, egal was kommt, das ist natürlich jetzt auch ein anderes Thema, aber egal was kommt, dass es diesen Sido, den sich vielleicht viele wünschen, nie wieder so in der Form geben wird? Ja. Ich finde, den gibt's ja noch. Für mein Verständnis gibt's den ja noch. Der ist es ja noch. Ich mache eben Songs wie 1000 Tattoos. Und das ist für mich... eins meiner besten Lieder, die ich jemals geschrieben habe. Weil das bin ich. Das bin ich. Das ist kein gemachtes Lied für irgendwas. Das Lied bin 100% ich.
Und ich finde gut, wie musikalisch ich geworden bin, wie gut ich rappe. Die Strophen sind unfassbar gut. Ich singe mittlerweile ziemlich gut. Das sind alles so Sachen, die ich an diesem Song einfach liebe. Und ne, auch meine Freunde kriegen mich davon nicht. Wollen auch wir aber auch gar nicht, letztendlich. Letztendlich, man entwickelt sich weiter. Das ist so, auf der anderen Seite kann man es bei mir vergleichen, wenn ich eine Kampagne für XY DAX-Unternehmen schieße. Ich finde das Bild geil, aber es ist nicht so geil wie das. Und das ist letztendlich bei ihm halt auch mit einem kommerziellen Hit. Trotzdem ist es ein Mega-Song. Und man kann sich halt nicht immer nur die alte Zeit zurückwünschen, was ich aber nicht machen würde. Würde er jetzt über, keine Ahnung, Arschfick-Song 2 rappen? Das ist er nicht. Und das sind wir alle einfach nicht, weil wir entwickeln uns weiter. Und wer 20 Jahre lang die gleiche Musik macht, der hat vielleicht ja alte Tracks, aber ganz andere Probleme in seinem Kopf. Also wer sich nicht weiterentwickelt, der hat ein anderes Problem. Ja, wichtig ist, dass man selber bleibt. Man kann sich ja weiterentwickeln und dieselbe Musik machen wie früher, würde ja auch gehen, im Zweifel, ne? Siehe Bushido, der lebt ja auch lange nicht mehr dieses Leben, aber macht immer noch dieselbe Mucke. Oder bei Kollegah ein bisschen umgedreht. Der hat erst nur davon erzählt und jetzt mittlerweile kann man das nicht mehr so richtig auseinanderhalten, sein Image und ihn selber. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man selber bleibt. Und wenn man dann mit 20 ein Mensch ist, der irgendwie nichts zu verlieren hat, dann klingt die Mucke so. Und wenn man mit mittlerweile 37 einfach der beste Vater der Welt sein möchte, zum Beispiel, dann klingt die Mucke dementsprechend. Ne? Ich finde das sehr gut und sehr nachvollziehbar zusammengefasst. Und das lässt auch alle Argumente dagegen einfach verblassen. Also da braucht man dann einfach auch nichts mehr sagen. Und trotzdem kann man es ja als Kompliment ansehen, dass die Menschen dich halt damals sehr mochten, heute auch. Heute sind es vielleicht andere Leute, die dich mögen, aber immer noch auch teilweise die von früher. Und wer halt dich zu Agro-Zeiten hören möchte, kann ja deine alten Songs hören. Ne? You like my old music, buy my old album. Absolut. Ich würde mal sagen, dass wir, glaube ich, einen sehr schönen Einblick bekommen haben in dieses wundervolle Buch Hinter der Maske. Wenn es von euch beiden noch irgendwas loszuwerden gibt, egal ob von dir, Sido, oder von Murat, ob es irgendwas gibt, was ihr unbedingt noch sagen wollt zu dem Buch, dann glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, wir haben es selber naja noch gar nicht gesehen. Wir werden uns gleich auf jeden Fall anschauen. Aber ich bin auf jeden Fall stolz. Ich bin stolz auf Murat. Ich freue mich für jeden, der ein Exemplar hat, weil das ist. Wie viele gibt es denn überhaupt davon? 5.000 insgesamt. Mhm. 3.000 mit diesem unterschriebenen Foto. Das Bild dann nochmal unterschrieben. Ja, wie gesagt, ansonsten, dieses schöne Buch kommt am 7. Dezember. Mhm. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit. Danke dir. Und ganz zum Schluss muss ich dir sagen, also für dein erstes Interview fand ich das, also nicht nur für dein erstes Interview, sondern Dankeschön. Das war ein sehr schönes Interview. Haben wir gesagt, das ist mein erstes? Das allererste Interview, hauptsächlich nicht das allerletzte. Aber wenn, wäre es auch ein guter Abschluss. Deswegen. Das waren Murat Aslan, Sido, vis-à-vis, hier beim Diffus-Magazin. Hinter der Maske, adios.